herzlich willkommen zu den Baubros. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Ich muss mal kurz wissen, bevor wir das filmen. Warte mal, du kommst jetzt hierher. Wir warten doch jetzt hier. Die Zuschauer wollen jetzt hier was sehen. Ja, eben ist kurz 2 Minuten warten, nicht wegklicken. Ah, jetzt muss der auf Klo. Na gut. So ein, das gibt's nicht, was für ein Heiligechter. Das kannst du bald nicht zeigen. Das kannst du hier bald nicht zeigen. Da steht er da draußen, direkt wo wir hier filmen. Oh, nee, du, das glaubst du nicht. Dein Klo wäre leer dran gewesen. Was? Ich hatte dreckige Schuhe an. Ah ja. So machen die Profis das auch. Ja. Einschäumen. Das ist die einzige Fensterbank in diesem Haus. In diesem Zimmer. Weil in der Küche geht ja die Arbeitsplatte. Siehst du ja da? Mhm. Und hier ist Bodenlage. Also hast du hier auch keine Fensterbank. Das ist ein Traum. Und dann hast du halt die, ne? Ja. Schön wäre es ja, wenn die so ein bisschen mit der Arbeitsplatte da passt. Ne? Ja, jetzt kann man das ja so ein bisschen da angucken. Ja, Anthrazit, kann ich dir so sagen. Du musst Anthrazit haben. Passt auch zu unserer Küche. Aber ich muss sagen, jetzt so schmal, also so dünnes Fensterbrett, finde ich optisch gar nicht so schlecht, wenn die Mauer nicht so dick ist. Und das ist bei dir ja nicht so, ne? Also die ist ja nur eine 11,5. Heute sind die dicker, ne? Die Innenmauern. Ja, das zählt heute nicht mehr als statisch. Statisch wirksam ist eine 11,5er Wand nett. Das ist eine nicht tragende Wand. Das Einzige, was hier eine tragende Wand ist, sind die Pfeiler, die wir gebaut haben. Waren ja auch ein paar Folgen, ne? Waren einige Folgen, haben sich Leute beschwert. Leute, gesagt, bitte keine Hate-Kommentare. Das hat so lange gedauert. Das würde ich großzügig wegschneiden, damit du da noch ein bisschen Putz hinkriegst. Ach so, ja, stimmt, da muss ja was drüber. Ja. Da würde ich jetzt nicht unbedingt so viel Schaum hinmachen. Putz willst du noch hinmachen oder gleich spachteln? Geht doch auch, oder? Auf jeden Fall nicht so, dass deine Kinder dann mit anfangen, mit den Fingern rumzuprögeln. Guck mal, Papa, das geht ab. Ja, okay. Machen wir einen auf den. So gesehen, ja. Ja, und ich wollte ja eigentlich hier noch eine ganz elegante kleine Silikonfuge haben. Ja, mach aber. Weil das. Es kann schon sein, dass hier mal im Winter Wasser runterläuft und dann läuft es da. So, während der Schaum aushärtet, sind wir jetzt hier in den Ecken von den Fensterbänken, aber ein bisschen Malerband. Und dann mache ich jetzt einfach hier so ein bisschen Mörtel rein. Schön rein siffen, rein drücken auch teilweise. Da geht mehr rein, als wie man denkt. Mhm. Weil du kannst das ja nicht alles mit. Das soll ja auch ein bisschen stabil sein. Du kannst nicht alles nur mit einer Spachtel auffüllen. Das geht nicht. Ja. Natürlich wäre das gegangen. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Jetzt sehen wir den Monteur Nummer 2, wie er hier erledigt. Was ist? Das ist der Hähnchen. Ja, das muss doch nicht perfekt sein. Wieso nicht? Weil du sowieso nochmal spachtelst. Oder willst du das Tape da dran lassen? Aber es ist gut, dass es so eine Breite hat, das Tape, weil so versifft man sich nicht gleich die ganz neue Fensterbank. Was sagt der Monteur dazu? Du, ich habe da nicht viel für ausgegeben für das Tape, ist ja günstig. Ja, dann billig. Deswegen klebt das so scheiße. Ja, genau. Nee, das soll so, dann geht das besser wieder ab nachher. Ja, und jetzt machen wir da in diese Lücke. Ja, Karies hast du da gehabt. Ich hätte auch Zahnarzt werden können. Auf jeden Fall. Der würde sich wohl vom Baubrot Zahnarzt behandeln lassen. Du dürftest nur keinen Kanal machen, wie du es machst. Nicht zeigen bei YouTube. Es gibt so mittlerweile auch so Zahnarztkanäle, glaube ich. Also wenn nicht, dann würde ich mal sofort einen machen. Liebe Zahnärzte, wenn ihr das seht, überlegt mal, ob eure Praxis nicht für einen YouTube-Kanal geeignet wäre. Was sagst du, Baubro? Geht es so? Sonst nee, ich muss sagen, es ist doch richtig schön geworden mit der Fensterbank. Ja. Das Einzige, was... Was? Die ist halt nicht voll Kunststoff, ne? Die kosten ja dreimal so viel. Echt? Mhm. Ja, ist meine, glaube ich auch nicht. Das ist doch scheißegal. Da kommt doch keine Feuchtigkeit hin.
Eigentlich ja nicht, kommt, ne? Da Feuchtigkeit hin. Na! Du, so. Was ist denn jetzt hier? Ah ja, wir müssen die Sachen wegmachen. Hast du denn gefilmt, was für neue, tolle Sachen ich hier gekauft habe? Ach, das ist hier solide. Oh, solides Material. Nee, das sind die guten. Ja, die haben wir genommen, falls der Schaum versucht, das hochzudrücken, ne? Aber ich muss sagen, das Ergebnis sieht bis jetzt sehr schön aus. Dann nimm doch mal hier bitte zunächst hier diese Dinger ab und dann wollen wir mal sehen, ob er sich hochdrückt. Eigentlich müsste das ja gehen. So, so da muss man, glaube ich, hier so drücken, ne? Unterziehen. Unterziehen? Ja. Ja, so. Du musst doch den drücken. So, oh, ja. So ist ja, sag ich, ja. Ach so, andersrum. Hatte ich ja falsch verstanden. Ja, okay. Ah ja, guck, das ist immer noch gerade. Muss man sich ja wundern, ne? Sehr schön. So. Ah ja. Wie machst du das eigentlich? Machst du da noch Zementmörtel hin? Da musst du ja viel Schaum wegschneiden. Eigentlich wollte ich da Zementmörtel hinmachen, damit man, weil der... Die Spachtelmasse ist ja nicht so widerstandsfähig und da drückt bestimmt mal einer rein. Deine Kinder. Da kommt Uwe und guckt auf der Baustelle und sagt, was ist das denn? Oh, ja, ging wohl nicht besser. So, ne? Guck, ah, ja. Hier eine schöne Perforation da drin. Uff, war ein Schneider. Ach, ne, klingt gut. Ja, kann man ja gleich einsortieren. Ja, wenn das so ist, 2 cm Platz, kannst du natürlich auch noch ein bisschen Mörtel hinmachen. So, ich war ja gerade in der Garage, ne? Guck mal hier, ich habe nämlich mein... Erstmal die Klinge getauscht. Bevor ich jetzt die neue reingemacht habe, habe ich das gereinigt. Weil an diesen Dings waren überall Zement und Rückstände von PU-Schaum und das ging dann nicht mehr. Schön. Schön aus, ne? Aber man muss ja sagen, die Fensterbank sitzt echt gut dadurch, ne? Ja, dass wir ihn so fixiert haben. Ich finde, das kann man machen. Es wird ja heute echt viel mit Schaum gemacht, aber ich finde, dass das hier und da doch echt Sinn macht. Ja. Weil bis du das hier auf Höhe gemörtelt hast und dann noch Kleber drunter und dann passt das hinten nicht, dann vorne nicht, dann ist das schief. Oh, nee. Schön. Viele machen sich die Mühe dann nicht, ne? Die lassen den Schaum dann so. Nee, wer macht das denn im Wohnzimmer? Tapezieren. Aber wir bei den Baublos, wir arbeiten immer sehr genau. Ach ja. Das werden wir neu. So, hier ist Schluss, ja. Ja, und jetzt? Willst du das jetzt rausfriemeln? Ja. Kann man, ne? Nächstes Mal kannst du ja ein bisschen weniger schmoren. Ist echt gut, ne? Und vor allem, die wackelt nicht. Weißt du noch, damals, die waren im Sand gelegen. Ja, ich weiß das noch. Du bist da mit dem Hammer so lang und das fiel einfach alles auseinander, wie bei einer Sandburg. Genau so war's. Das sind jetzt keine Übertreibungen hier von unserer Seite. Schon, aber war, wir übertreiben, aber es war ja auch so. Das ist heute kein Hokuspokus mehr mit diesen Heimwerkern, weil man schäumt nur noch. Du schäumst die Ytongsteine, du schäumst die Türen, du schäumst die Fensterleibungen, du schäumst... Ofenrohr. Das darf man nicht. Du schäumst den Schornstein, schäumst du aus Plastik zusammen, du schäumst die Fensterbänke, du schäumst dein, was weiß ich, dein Klo in die Wand. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Klo neu machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Seid auch morgen dabei. Checkt, dass ihr noch abonniert seid. Nicht, dass ihr aus Versehen deabonniert seid, weil dann werdet ihr ja nicht mehr abonniert. Ja, das wäre schlecht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Eure Baubros.